Ganz klasse gewesen. Schlüssel bricht ab. Und ich würde gerne schon mal ein bisschen anfangen zu bauen. Aber ich mache jetzt gerade mal ein bisschen was noch nebenbei. Wo sind denn meine... Da. Davon müssen wir uns ja auch noch mal ein paar holen. Mache ich ja auch noch mal schnell. Genau. Schlüssel bricht ab. Habe ich denn geguckt? Nee. War nichts zu wollen. Also auch nicht irgendwie mit... Hallo? Okay, irgendwas habe ich hier gerade verlernt. Auch nicht mit Zange oder so, da war nichts mehr. Der ist direkt bündig zum Schlossende ist der Schlüssel abgebrochen. Da kam man nicht mehr ran und nix. Ja, geil. Drin die Hunde. Nur muss ich dazu sagen, die sind nicht so erzogen, dass sie nicht losfressen, sobald jemand vor der Tür steht. Was natürlich super angenehm war, wenn man nicht reinkommt und die Hunde einem dann auch noch die ganze Zeit die Ohren voll kläffen von drin. Das war total klasse. Ich war super begeistert. Ja, so, was tun? Schlüsseldienst kommt nicht sofort. Wird dann mein Onkel angerufen, weil Hausmeister, der kennt das generell auch hier und da, dass er dann mal irgendwie ein Schloss aufmachen muss. Und ja, der war aber gerade unterwegs, meine Tante von der Arbeit abholen. Meinte dann ja, aber er ist gleich auf dem Rückweg und er packt ein paar Sachen. Er hat auch noch Schließzylinder, bringt er alles mit. Er ist so in 20 Minuten da. Alles klar. Ist ja durchaus eine Zeit, die man warten kann. Ich sammle hier jetzt gerade noch mal ein bisschen was, was wir in den Komposter schmeißen können. Genau. War dann auch da, hat dann das Schloss auf... Nein! Hat dann auch soweit das Schloss aufgebohrt. Na, okay. Aber ja, nichts zu wollen, da meine Mutter abgeschlossen hat, weil... Ach, Kakao, ja geil. Weil Akira kann Türen öffnen. Was? Okay, ist weg. Was ja ein bisschen blöd werden kann. Nur dadurch, dass abgeschlossen war, haben wir es halt auch mit Durchbohren nicht aufgekriegt. So, dann schon überlegt. Ja, geil. Was nu? In dem Moment, wo wir so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir jetzt halt eine ganze Weile auf den Schlüsseldienst warten. Nützt ja nichts. Irgendwie müssen wir da ja rein. Kam ein Nachbar. Dieser Nachbar ist bei der Feuerwehr. Praktischerweise, denn die haben einen Spezialisten und der wusste, was man machen kann. So, der hat uns dennoch geholfen. Was natürlich auch super war, dann waren wir nachher endlich, ich weiß nicht, also gut, bis er da war und bis das denn alles auf war, das natürlich auch noch mal eine Weile gedauert. Aber ja, es ging halt deutlich schneller, als wenn wir auf den Schlüsseldienst gewartet hätten. Gut. Wir waren also endlich im Haus, haben dann die Sachen gepackt, sind dann wieder ins Krankenhaus. In der Zwischenzeit hatte mein Onkel den neuen Schließzylinder eingebaut, der passte nicht hundertprozentig, aber man hat die Tür zugekriegt. Das reichte uns an dem Abend locker, weil wir mochten auch nicht mehr. Wir hatten auch keine Lust mehr, weil es natürlich auch, ja, wenn man halt auch mit so einer Diagnose so ein bisschen auch unter Stress steht, ist ja dann auch immer ziemlich uncool und ja. Wir wollten eigentlich nur noch zurück, dass mein Vater die Sachen hat und nach Hause. Ja, wir haben dann halt die Sachen gepackt alle. War dann auch alles okay? Ah, da hinten ist noch. Ja, ab ins Krankenhaus und haben dann die Sachen abgeliefert. Ab nach Hause. Okay. So. Dann hieß es warten. Mein Vater, der wurde zwar regelmäßig dann halt, ja, diesen Kontrolluntersuchungen unterzogen, was ja auch so sein sollte. Aber er hat nie zwischendurch mal auch nur ein Statement bekommen, wie es aussieht. Ob das okay ist oder ob hier und da was stimmt oder ob eventuell noch was gemacht werden muss. Nichts, gar nichts. Der wurde halt völlig im Dunkeln gelassen und ja... Ende vom Lied des Ganzen, dass die Flüssigkeit im Herzen,
Das ist ganz, ja, ich sage jetzt mal simpel und einfach. So simpel und einfach ist das natürlich nicht. Aber es ist eine Herzprellung. Hatte ich noch nie von gehört. Und durch diese Herzprellung, wahrscheinlich ausgelöst durch starkes Aufschlagen aufs Lenkrad, frontal, da kann es passieren, dass sich halt Flüssigkeit in der Herzkammer absetzt. Das ist allerdings zu sehen wie ein Bluterguss. Also er soll natürlich auf Schmerzen achten und so, aber im Prinzip geht das alles von alleine wieder weg. Ja, da warten wir jetzt drauf, beziehungsweise es wird natürlich auch weiter ärztlichen Blick behalten, immer noch. Aber generell sollte das alles, ich muss da hinten jetzt auch mal hier unseren Grabstein wegmachen, der stört mich. Aber generell sieht das jetzt alles doch ganz gut aus. Er war dann nach den 48 Stunden wieder zu Hause. Und ja, ist dann halt erstmal zum Anwalt, weil es natürlich auch darüber alles läuft. Und damit mein Vater halt damit auch nichts zu tun hat, wollte er das dann natürlich auch schon mal erledigt haben. Ja, und kaum ist er dann ein bisschen unterwegs und war natürlich im Krankenhaus sehr, sehr ruhig gestellt. Kriege ich das mit der Axt überhaupt hin? Ach, scheiße. Natürlich sehr ruhig gestellt, was ja auch gut war. Aber in dem Moment, wo er sich dann halt ein bisschen mehr bewegte, hat er dann gemerkt, dass er den Rücken mit einmal nicht mehr bewegen kann. Also, noch direkt ab zum Orthopäden, er hat auch eine Prellung in der Wirbelsäule. Also, alles mitgenommen und alles erst so nach und nach aufgetaucht. Also, die Moral von dieser ganzen Geschichte jetzt, wenn ihr mal einen Unfall habt, dann sagt nicht, auch wenn es euch in dem Moment gut geht, ja, ist es alles okay. Es kann auch viel erst wirklich Tage später kommen. Also, das ist, na also, so ging das doch. Das ist manchmal echt, echt heftig. Ja. Achso, das kriegen wir da jetzt nicht rein. Wie sieht's hier aus? Hier kriegen wir es noch mit rein. Ja, aber das war echt. Ja, gibt Schöneres. Muss man ganz ehrlich so sagen. So, das läuft alles. Kompost. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Doch, da haben wir noch ein bisschen was. Oh, Steak, wir haben noch was zu futtern. Sehr gut. So, das kommt einmal hier mit rein. Und dann wird es auch Zeit, dass ich langsam mal baue, weil ich werde langsam ein bisschen wahnsinnig hier mit dieser Wirtschaft hier. Ist ja schon nicht mehr lustig. Ja, aber das ist so das, was die letzten Monate bei mir los war. Das ist, ja. Langweilig war es nicht. Wäre mir aber im Nachhinein lieber gewesen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber okay. Es wird ja jetzt alles wieder und... Was mache ich hier eigentlich? Und ich brauche nicht zwei, sondern drei. Da, so. Jetzt nehme ich hier gleich mal alle. So, damit da hinten mal ein letzter Todespunkt kommt. Das ist ja peinlich, wenn der die ganze Zeit da ist. Das geht ja gar nicht. Ja, gut. Das schaffen wir noch schnell. Das geht schon. Und dann muss ich gestehen, freue ich mich so langsam aufs Bauen. So, ich habe ja jetzt auch eine ganze Weile erzählt. Also, ja, etwas über eine Stunde. Also das... reicht denn jetzt auch? Meine Güte, etwas über eine Stunde hier einfach nur Kram zusammengefarmt. Das ist... Naja gut, was sein muss, muss sein. Und dann können wir jetzt in Ruhe bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das baue. Das muss ich dann nochmal versuchen. Aber dabei denn zu reden, ich muss mich ja immer konzentrieren, wenn ich sowas mache. Ich kann denn ja nebenbei nicht erzählen. Das ist ja immer so ein bisschen... Ja, die sammeln wir einfach mal. Ich muss auch noch mal gucken, wie wir uns Gelee-Sandwiches und so machen konnten. Da muss ich noch mal nachsuchen. So, wie sieht es denn hier aus?
Können wir hier mal wieder? Ja. Sehr, sehr gut. Da muss aber wirklich noch mehr her. Unbedingt. Ich habe auch gerade gesehen, ein Feld ist kaputt gegangen. Da sind uns wahrscheinlich Schafe drauf rumgehoppelt. Das kennen wir ja auch schon. So, wo hab... Ah, hier habe ich ja einen. Das passt dann schon. So, dann kommt hier keiner rein. Oh, 12-mal Weizen. 12-mal Weizen ist super. 12-mal Weizen ist richtig super. Huch. So, damit haben wir wieder 4 Brote. Achso, wie war das? Ich glaube, das war einfach so. Dann war das so. Hä? Wie hat man denn da jetzt die Blöcke draus gemacht? Ich bin mir sicher... dass das irgendwie so war. Oder war das mit Erde? Da, scheiße. Mensch, ich habe das doch schon gemacht. Ja, nee, das hier meine ich ja jetzt nicht. Das Brot, wenn das gleich nochmal kommt, das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Na, 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 wo ist es? Jetzt kommt's nicht mehr. Scheiße. Schade. Warte mal. Ne, jetzt läuft's aber nicht. Na, egal, aber das sah ein bisschen ekelhaft aus. Mensch, wie war denn das? Bin ich jetzt doof? Muss ich auch nochmal gucken. So, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal ins Bettchen. Achso, nein, erstmal esse ich das Steak. So, happa, happa, happa. Oh, esse ich das Brot auch direkt hinterher? Ja, warum nicht? Gut, 3-mal behalte ich. Oh Gott, ich muss das hier unbedingt alles mal ein bisschen sortieren. Da werde ich... Ich werde echt eine Schugge hierbei. Und auch das hier mal wieder ein bisschen. Das ist ja... Ist ja nicht mehr feierlich hier. So. Warum ist denn der Punkt jetzt noch da? Ich glaube, den muss ich über die Wegmarkierung wegmachen. Oh, ich bin total unvorbereitet, habe ich das Gefühl. Das ist ja unfassbar. So, dann nehme ich mir jetzt mal die und etwas Erde zur Hilfe. Erde zur Hilfe. Da. So. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich anfange. Ne? Also erwartet hier jetzt keine... keine großartigen Machenschaften. Ich gucke auch gerade, ob man das von hier oben macht oder eher... Aber eigentlich, glaube ich, mache ich das eher von da unten. Das finde ich, glaube ich, schöner. Igitt! Okay, das ist noch ein Zombie, aber der sollte mir da eigentlich wenig tun können. Ich glaube, ich hole hier das alles nochmal ein Stückchen höher. Damit das zumindest soweit alles, was hier ist, auf dieser Höhe ist. Das finde ich ein bisschen schöner, glaube ich. Aber dann ist das Wasser halt so weit unten. Lasst uns das Meer auffüllen. Nein. Ich nehme mir mal kurz ein bisschen Sand. Ich muss auch endlich das Loch da vorne zumachen. Nicht Treibsand, einfach nur Sand. Ich brauche hier jetzt auch gerade an dieser Stelle gar nicht viel. Nee, da solltest du nicht hin. Ja, doch, so kann man das machen.
So, das bedeutet. Fange ich von hier an? Doch, ja, ich fange von hier an. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Das, Ach so, dafür brauche ich Blöcke. Richtig, so war das. Gott, wie ich raus bin. Also, das ist unfassbar. Das ist echt unglaublich. So. Brauchen wir noch ein paar mehr. Open Holz. Aber ich denke, das wird ganz gut. Vor allem, ich habe halt noch nie ein Haus auf dem Wasser gebaut. Und ich denke, das könnte eigentlich so ganz cool sein. Ich hoffe. Ich hoffe es sogar sehr. So. Nein, das ist mir schon zu hoch. Das ist mir zu hoch, da komme ich nicht hinterher. Leute, das ist mir zu hoch. Wobei. Wenn wir auf dieser Höhe bleiben. Sonst haben wir halt doch ein bisschen mehr Überblick über alles auch. Wobei wir bauen ja nicht nur auf dieser. Nein, wir lassen das auf dieser Höhe. Ich möchte das gerne auf dieser Höhe haben. Entscheidung ist gefallen. Ja, und ich glaube, ich möchte es auch so. Ich glaube, es sieht ein bisschen. Entschuldigung. Ich glaube, es sieht ein bisschen schöner aus, wenn wir einen Steg mit den Slabs machen, ne? Statt mit den dicken Blöcken. Die können wir nachher hinten machen. Wo sehen ja auch das. Haushalten. Haushalten, haha. Ihr wisst, was ich meine, aber ich glaube, so als, ja, als Steg respektive Brücke ist das so gerade gar nicht so leicht hier mit dem mit dem Geschwabbel, wollte ich gerade sagen. Moment, das machen wir anders. Das machen wir von oben. Habe ich mein Baumaterial wiederbekommen? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Die Musik ist gerade wieder sehr leise. Da muss ich mich echt drum kümmern. Das stört mich. Ja, so ist besser. Aber da habe ich halt so jetzt gerade keinen direkten Einfluss drauf. Nee. Ich sollte mir vielleicht doch mal wirklich einen Mischpult zulegen, aber ja, dafür muss halt auch immer erstmal die Kohle da sein, selbst für ein günstiges. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich froh bin, wenn ich zwischendurch mal einkaufen gehen kann. Und damit meine ich nicht shoppen, sondern wirklich Habba-Habba. Im Moment ist halt echt, ja, so im Kompletten bei uns so ein bisschen der Wurm drin. Aber so was passiert. Kommt auch dazu, ich bin im Moment sowieso eigentlich wenig zu Hause, weil. Oh, ich glaube, das wird gut hier. Weil, ja, meine beste Freundin, die hatte sich jetzt, ja. Die hat ja auch eine lange Beziehung gehabt und hat sich denn, eigentlich fast zeitgleich mit mir, also nur eine Woche später, hat sie sich getrennt. Und die hat jetzt, sich letztes Jahr. Oh, ihr glaubt es nicht. Also so ein Schwachmat, das ist. Unglaublich einfach. Ja, aber da ist sie halt voll drauf reingefallen und ja, gut, passiert. Ne, ein Stückchen würde ich. Ein Stückchen gehen wir noch gerne nach außen. Wir dürfen nicht zu nah an das Biom da hinten rankommen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir die Bäume fällen und das einfach alles so ein bisschen wegrapsen, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Nur hier sind wir jetzt gerade noch ein bisschen nah dran. Also zwei, drei Reihen müssen wir noch. Ja, und sie ist aber nicht gerne alleine. Und deswegen, ja, bin ich jetzt im Moment auch viel da.
Zumindest wenn es dann mit meinen Schichten klappt und ich dann frei habe. Ja, so geht das, glaube ich, besser hier. Brauchen wir jetzt die. Wobei ich muss einmal ganz kurz gucken, ob ich das denn jetzt wirklich so mache.